Hallo, meine Freunde der Sonne, meine Stimme ist weg. Ja, da macht man halt nichts, ne? Jetzt ist sie wieder da, danke Stimme. Heute reagieren wir auf das letzte Märchen in Asozial Part 3. Ho, 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 ho. Stimme kommt wieder, Mann. Kinderaugen weinen. Denn dies nicht nur Kinderaugen, ich weine auch, Mann. Ist das letzte Märchen in Asozial. Oh nee. Im nobelsten Geringverdienerviertel von London, wo nicht nur die Bevölkerung, sondern auch der Regensauer war, lebten einst dreiartige, finanzschwache Flegel. Man rief sie bei ihrem Namen. Statist A, Statist B und Candy. Lieber Herr Jesus, bitte hilf uns und hilf allen anderen Armen. Amen. So, Schlafenszeit. Aber eines klanglosen Abends wurde der nächtliche Fiebertraum der drei unterbrochen durch ein mutterloses Muttersöhnchen. Boah, das wäre ja gar nichts für mich, ne? Ich habe damals, wenn man so mal mit Freunden, sag ich mal, so ein bisschen mehr getrunken hat, Silvester, ne? Da wird der eine angemalt komplett, das haben wir auch schon gemacht, oder komplett gefesselt mit Panzertape und früh denkt er sich, oh, was ist denn jetzt los? Aber ganz ehrlich, ne, das ist doch, das muss doch so eine Vorzöle sein. Das wäre absolut gar nichts für mich, ne? Gar nichts. Abends wurde der nächtliche Fiebertraum der drei unterbrochen durch ein mutterloses Muttersöhnchen. Pardon, Peter. Wir haben kein Geld. Bist du Herr Jesus? Doch unser zwielichtiger Held beruhigte sie, indem er ein Gedicht vortrug, das er extra für Geringverdiener vorbereitet hatte. Wie ich mich die ganze Zeit so angesprochen fühle. Die kaputte Girl, genau so muss es sein. Valentino, Supreme, Giro, dicker Stein. Louis V, Tattoo sogar an meinem Bein. Ihr seht nicht aus wie Hartz IV, sondern Hartz I. Ja, wir sind fucked up. Und ich fühl mich krasser. Komm in eure Hut, wenn ich lange nicht gelacht hab. Unser Leben sagt halt. Gering verdiener Papa. Ihr esst Toast mit Zwiebeln und nennt die Scheiße dann Tapas. Ja, wir sind jung und wir lieben ungespielt. Drum haben wir aus Versehen seine Adresse geleakt. Halt die Fresse. So cool, so fresh, geht der Party. Weil er so reich ist, lässt ihn jede rappen. Er hat den Big Trip wie ein Ehrenmann. Ich kleb an seinem Arsch ein Leben lang. Ich zeig euch dann, wie wir als Kinder waren. Es gibt ein Land namens Schlimmer Bland, wo jeder unter 16 schon trinken kann. Und Teile, die reinkicken, wie bei Rinder waren. Komm mit in die Mine, namens Ketamine. Brauche eine Frau, weil ich den ganzen Tag deale. Die verpackt und ab, wie Kunden gibt es viele. Halt dich an meinem Sack fest, wenn ich mit dir fliege. Komm! Durch die zarten Klänge gewann er die Zuneigung der Kinder, die noch nie in ihrem Leben so richtig verprügelt wurden und deshalb blau. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn so einer in meine Bude kommen würde, ne? Ich stell mal so Peter Pan, ne? Ich würde den so derbe mit der Fliegenklatsche totschlagen. Dann ist mir scheißegal, wenn er mir irgendwas anbieten würde. Und ich würde an dem Tag sagen, alles klar, ich nehme andere Tabletten oder gar keine Tabletten mehr oder mehr Tabletten, ne? Also, stellt euch mal vor, ihr schlaft abends so. Auf einmal gehen so Disco-Licht auf euch in der Bude an. Und dann fängt auf einmal Peter Pan an, bei euch in der Bude einfach mal so random zu singen. Ohne Scheiß. Ich würde erstmal ganz, ganz dringend meinen Arzt anrufen. Folge ich mit jedem Fremden mitgegangen wären. Alles, was Keta brauchte, war ein bisschen Feenpepp von der Fee Peppa Pep. Ah, Dicker! Du siehst aus wie mein nächster Ehemann! Ah! Mach keine Faxen, ja? Oh, habe ich keine Wirbelsäule. Hier, das kickt gleich richtig rein. Oh. Ist das Keta? Nein, ich glaube, das ist Feenstaub. Er riecht aber so wie Keta. Dann frag doch mal Keta Pan. Keta? Wow. Keta Pan. Keta Panini. Sorgen Arylcyclohexylaminen in der Präkoxenadoleszenz für eine Dysfunktionalität der Zytokinese? Was? Ich hab gar nicht zugehört. Was ist das? Die Galaxy Bud 2, Farbe Oliv, passen perfekt zu meinem Outfit mit Noise Cancelling, damit ich euch Kinder nicht mehr hören muss. Wem redet der da? Weiß nicht, ich glaub mit der Kamera. Let's go! Brauchen wir nicht auch Feenstaub? Nein, ihr seid schon bezaubernd genug. Cool, cool, danke. Und so machten die vier sich auf den Weg Richtung Schlimmerbland. Also jetzt seid mal ganz ehrlich jetzt, ne?
wenn zu euch Peter Pan reinkommen würde und würde sagen, hier, nee, springt jetzt aus dem Fenster, ihr fliegt los, ne? Da würde ich auch mal sagen, ja, hast du einen an der Dachtel oder was? Hast du irgendwie zu viel Kaffee heute früh getrunken? Ich spring doch jetzt nicht aus dem Fenster. Alter, nee. Nee, ich sag's immer wieder, ey. Wenn mir das passieren würde, ich würde definitiv dativ, akkusativ an den Tag ganz dringend meinen Arzt anrufen. Mir scheißegal, wie spät es ist. Oh, wie ich mir schon immer einen Freund wie dich gewünscht habe. Ey, was los? Hey, oh, sorry! Peter! Am unerforschten Arsch der Welt durchkreuzte ein Schiff, welches ein Fass war, in dem ein Schiff war, neben dem ein Fass war, auf dem ein Schiff war, die sieben Weltmeere. Ein Tentakel-Hentai-süchtiges Pack Piraten, noch bitter verkatert von der letzten Gin-Tonic-Orgie, hatten ihre allmittagliche Morgenroutine. Saufen. Sie schworen lebenslange Treue dem Mann, der ihnen die zweite Season von Squid Game versprach. Sein Name war Captain Funk! Gefürchtet wegen seines Holzbeines. An seinem Arm. Elendiges. Der Vorteil ist, ne? Ja, ganz logisch, ein Holzbein am Arm. Der Vorteil ist, wenn man mal Holz braucht, ne? Kann ja mal passieren, so Schrank, ne? Oder Tisch. Geht das Bein kaputt, ne? Gar man immer heimlich, wenn der Captain dann schläft, Säge und dann absägen. Ne? Dann hat man ein Tischbein. Ne? Ist halt natürlich, muss man dann im Nachhinein dann erklären, wie das da hinkommt. Aber man hat dann auf alle Fälle immer Holz dabei. Ne? Ist auch nicht schlecht. Vogelfreies, landversifftes, immer noch an der Mutternucke des Park. Nein! Seid ihr bereit, mehr CO2 in die Luft zu pumpen? Nein! Ich bin ein Papagei. Wo ist mein Rum? Schnell! Ja, Captain, sofort, Captain. Fort, Captain. Mach ich auch noch. Regelmäßig. Und jetzt lass uns nachhaltig los angeln! Ei! Scheiße. Das ist geil. Ui, Memo. Ui. Ui, ui. Schau mal hier. Die ist ja gar nicht mehr da. Geht der Bahn? Kinderpan! Kinderpan! Nee! Kinderpan! Kinderpan! 10, 11! Verdammt! Mein Kreuzfahrtschiff! Ja! Kinder! Es schreckt mich nicht so! Captain, wir haben Kinderpan gesichtet! Kinderpan! Jawohl! Alle Mann an die Kanonen! Sind das Piraten? Sind das Piraten? Natürlich sind das Piraten! Guck! Feuer! Boah, ey, solche Fragen, ne? Solche Fragen finde ich eh immer am geilsten, ne? Bis auf Arbeit, hast grad Pause, wirst von deinen Frau schon angerufen. Wo bist denn du gerade? Auf Arbeit. Was machst denn du da? Na, Vögeln, weißt du? Ne, soll man auf Arbeit arbeiten halt, ne? Ey, solche Fragen, ne? Oder wenn du unterwegs bist, wenn du auf der Autobahn bist, ne? Wo bist du gerade? Na, auf der Autobahn. Ich fahr gerade. Auf Arbeit. Was machst denn du? Na, fahren. Hab ich doch gerade schon gesagt. Ey, ich find solche Fragen. Oder wenn die Eltern reinkommen, ne? Man schläft tief und fest, ne? 3 Uhr. Man schläft. Hat keinen Bock. Muss seinen Rausch ausschlafen. Kommt die Mutter rein, ne? Tür aufgeklatscht. Schläfst du schon? Ne? Kriegst einen Herzinfarkt, ne? Kommt Krankenwagen und dann so, ja, jetzt nicht mehr, ne? Danach bist du halt munter, ne? Also die Fragen, das ist so sinnlos. Das ist halt wirklich so. Scheiße, die haben aufgerüstet! Wieso triffst du nicht? Wieso trifft er nicht? Captain, ich glaube, ich bin für diesen Job nicht gemacht! Nachladen! Hey! Hörst du das? Was? Ja, hör doch mal, was ist das für ein Lärm? Was? Schiff mit 70 Kilo Gras, das Schiff trägt den Namen Delara. Von ihr kassieren wir Hartz IV zusammen und stimmen uns Birnen zu. Machen Stress ohne Kultur, so wie Flair, haben Laser stark wie ein Todesstern. Wir ballern, als wenn wir auf Drogen wären und schlitzen dann die Krebsen-Crew. Ho, ho, das Boot ist Schrott, unser Müll im Meer.
Hey! Geil, das ist so geil. Hey! Was war das? Babu, Statusbericht! Babu! Unser Captain ist ein Ehrenmann, der uns in der Party klären kann. Und dass wir eine Netflix-Serie haben, steht in unserem Profil. Hey! Ho, ho, Piratenstreit sind Insel an, Filme CO2-Delfine. Und jetzt dabei, sag mir, wo ist jetzt dein Gott? Fridays for Future Schluss, wir haben doch Sonnencreme als Schutz. Bis das Wasser die Erde schluckt, dank dir, Captain Fogg. Hey! Oh, Mann, der ist weg. Weg! Nein! Güterbrrrr! Captain, warum jagen wir Peter Pan eigentlich? Oh, das war eine ganz schlechte Frage. Schnell! Ja, Captain! Sie waren wie Bros im ganz großen Stil und spielten das Spiel mit dem Krokodil. Boah. Ganz gefährlich, liebe Kinder, passt wirklich auf, das ist ein super gefährliches Spiel, Ich habe es heute noch mega Schiss, ne, vor. Das habe ich damals so gerne als kleiner Bubele gespielt, weil er hatte keine Freundin, habe ich mit mir selber gespielt. Nichts passiert, ne, total Panik bekommen, ins Bett gegangen, unter Decke versteckt, ne. Und wenn das Ding mal zugeschnappt hat, da habe ich geheult wie eine Sirene. Dachten die gleich, alles klar, Russen kommen. Wirklich. Bis heute noch, ne? Ganz gefährlich. Da würde ich lieber empfehlen, gibt es da dieses, wie heißt denn das, dieses Stromspiel, wo man dann Stromschläge bekommt. Wenn man, ich weiß gar nicht, wann kriegt man die? Ich glaube, es ist immer so random. So ein Spiel klickt man auf einen Knopf, dann dreht sich das so. Entweder Stromschlag oder kein Stromschlag. Dann lieber das. Vor allem, man macht nebenbei auch seine Frisur. Nee, so wie das Spiel. War schon beim Psychologen, beim Psychiater, hab dafür Tabletten bekommen, ist so eine Urangst. Ist wirklich eine Urangst in mir. Doch Peter Pan, der Keck, konnte niemals verlieren. Drum musste er das Spiel mit scharfen Klingen präparieren. Des Freundschafts macht es dadurch entzwei. Würde ich gerne mal mit meinem Chef. Wie des Captains Arm. Oh wei, oh wei. Er schmiedete einen Racheplan gegen seinen einstigen Bro, den Peter Pan. Captain, halt Fresse. Werden Sie recht? Hab ich recht, Jungs? Jawohl! Gut, dass eine elektronische Kerze ist, ne? Oh shit, Burdick. Nachdem Keta und Candy zweimal geblitzt und viermal vom Blitz getroffen wurden, kamen sie endlich in der Keta-Mine auf Schlimmerbland bei den Lost Boy Kellerkindern an. Wow, ein paar Lumpas, aber ein hässlich. Kellerkinder. Halt dein Maul, es ist Lost Boys Kellerkinder live. Blutbahn voll Chemie und Scheiß. Asbestlunge für guten Atem. Was bist du, Frau? Bruder, lass was starten. Okay. Halt's Maul, du hast nichts zu sagen. Wir sind alle toxisch, aber noch zu hart. Während wir hier graben. Ich bin die Kenny und gebe kurz Introduction. Kleine miese E-Boys, die euch geh ich alle klatschen. Ihr kleinen Flaschen, geht euch lieber waschen. Sonst hol ich meine Eltern, die Fäuste verpassen. Eure Haut nicht nice, aber weiß wie Peter. Einmal mehr, mein Teil für die Hochzeit wird genäht. Man hat keine Zeit, hat ein Date mit Keta. Ruhe, denn Mama sagt, heute bis später. Bin back, bisschen verbrannt und ohne Hand an Land. Fand ich Pepper, Peppi, Blatt in der Hand. Hab mir deine Adresse genannt und jetzt lutscht alle mein Schwarz. Angeguckt.
verkugeltes Bein, ihr Landratten! Oh, hoher Besuch, guck mal, wer da ist! Oh, tschö, gesunder Dank! Endlich kann ich meine Rache vollstrecken! Ey, komm nur, ich verpasse dir so ein Holzbein, da bist du viermal nicht unter du bist! Ey, denkt jemand mal an mich? Habt ihr mich schon vergessen? Pietro Lombardi. Oh, ein Krokodil. Immer geht es nur um euch. Aber es ist mein Ruf, der kaputt geht. Und nicht deiner. Oder deiner. Hauptsache, Carpaccio geht's gut. Carpaccio? Ich heiße Carpaccio. Sohn? Papa? Mein Carpaccio. Ich heiße auch Carpaccio. Ich hab auch. Zwillinge? Papa, ich hab mein Bruder. Heißt auch Carpaccio. Ich auch. Ich heiße auch Sniff. So war Inscope nicht der Einzige, der mit seiner Vaterschaftskunde für Krokodilstränen sorgte. Das Krokodil reiste mit seiner neuen Familie an die Copacabana. Wir haben beide alles verloren. Ich, meine Crew. Du, deine Umpa-Lumpas. Stehen wieder ganz am Anfang. All die Jahre habe ich dich voller Hass gejagt. Und jetzt stehe ich vor dir. Und das Einzige, was ich will, ist zusammen mit dir Kinderzeug. Den größten Schatz der Welt zu finden, der irgendwo auf der Grand Line versteckt wurde. 50-50. 50-50. Auf der Suche nach dem Schatz fanden sie ebenso heraus, dass sie ein fiktives Produkt von auf Substanzen hängen gebliebenen Autoren waren. Interessanterweise kamen diese Substanzen von der Copacabana. Alle waren glücklich und zufrieden. Hallo? Bis auf Candy. Also tat sie, was alle Frauen tun, wenn sie sitzen gelassen werden. Sie tanzte. Tanzen. Das machst du immer. Also. Ach, Candy, mein hässlichstes Kind. Was machst du denn hier im Fenster? Das kenne ich. Das kenne ich. Also, das ist wirklich, das, so haben mich meine Eltern damals auch mal begrüßt. Das kenne ich zu gut. Ach, Mutter. Ich hatte gerade den unnötigsten Traum meines Lebens. Sag mal, wo sind eigentlich deine Brüderchen, Statist A und Statist B? Ich hab sie nicht umgebracht! Zur gleichen Zeit, in einem unscheinbaren Wald, passierte etwas, was keiner der Bewohner des Märchenwaldes mitbekommen hat. Außer ihm hier. Elfried Eichelhardt von Sack. Geil, damit mache ich mir später eine gute Suppe. Genannt Rotkäppchen. Hier ist gute Stelle, hier ist gute Stelle. Kaum hatte das Rotkäppchen den Sack vergraben, vergaß es ihn auch schon wieder. Über tausende von Jahren ruhte das Säckchen tief unter der Erde. Und niemand wusste, was das Rotkäppchen da eigentlich vergraben hatte. Etwas von galaktischem Ausmaß. Magische Bohnen. So fucking geil, ne? Hey! Ach geil. Also ich bin immer noch mega geflasht. Also so fucking gut. Also wirklich so unfassbar gut gemacht. Und da ziehe ich einfach jetzt mal meinen Hut und zeige dir meine gewaschenen Haare. Unfassbar geil. Also wirklich Respekt für die tolle Arbeit. Ja, das ist einfach nur das, was YouTube ausmacht. Ne? Das ist... ja, absolut geniale Arbeit und das ist auch der Grund, wieso ich gerne auf YouTube bin. Ne? Das ist in meinen Augen richtige Unterhaltung und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Guckt unbedingt original an. Checkt die Lieder auch aus. Lasst den guten Julian Bam ein Follower da, wenn ihr noch keinen Follower da gelassen habt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video nackt auf dem Tisch. Ohne Unterhose und haut rein und tschüss.